Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Emo Thüringen. Wir verkaufen gerade wieder eine Ladung Holz, die dritte vom Wald da hinten. Hoffen wir, dass wir jetzt auch gut ankommen. Wie beim letzten Mal. Ja, der Wald ist noch ein paar liegen noch rum, in Anführungszeichen. Da will man versuchen, mal noch eine Million zu kriegen, in Anführungszeichen. Wir haben noch Schulden. Aber immerhin. Es war ja geplant, eigentlich Grastechnik zu kaufen. Das heißt, auf rein theoretisch. Zwei. Entweder Bekrone oder. Oder. Vom Pöttinger. Die. Butterfly. Mit hinten die 2 und vorne die 1 im System, die gleich auch schwatten können. Oder sich den Bekrone einfach ausleihen. Dass der in einen Ritt alles mäht und irgendwo so Pressen brauchen. Beziehungsweise einsammeln und zu Silage machen. Rein theoretisch. So war es geplant, um die BGH entsprechend zu versorgen. Ob nun so eine Fragmentäter oder oder direkt im Ballen gepresst, ist auch egal. So war das vorgesehen. Weil ich mir bisher nicht sagen konnte, wann genau das nun fertig wird mit der neuen Karte, ist noch nicht fertig, muss man dazu sagen. Könnte auch sein, dass es noch länger dauert. Ich weiß ja nicht, was man alles machen will. Soweit ich weiß, ist die Karte eigentlich mit durch. Mit Season. In Höfen ist auch mit durch. Ja, das ist nur der Feinschliff, sag mal so ganz vorsichtig. Und etwas Produktion. Produktion ist das eine. Wir müssen hier auch Verkaufspunkte haben. Oh, das war eine richtig gute Ladung. So hat sich auch angefühlt zum Fahren. Ja, und das ist halt so, das dauert halt, ne? Ja. Ich habe gelesen, dass er Obstbäume macht. Ja, und das, muss ja auch passen, ne? Vielleicht kommt auch die Karte morgen auf sein Forum zum Hochladen, zum Runterladen. Mal schauen. Und dann können wir zur nächsten Reihenfolge, also richtig den neuen Aufnahmestart, dann gleich mit Neubeginn. Das hoffe ich ja, dass bis Mittwoch die Folge dann, die Karte fertig ist. Auch zum Hochladen da ist, ne? Schauen wir mal. Wird dichter rangehen. Hier soll ein Wassernixen sein. Dann eine Beschreibung. Noch keine gesehen. Vollgas! Blödes FSL, den Mist. Müsste man viel mehr üben. Ja. Leute, ich habe die Zeit nicht gedrückt. Das ist schlecht. Cool. Ja, das ist schwierig einzuschätzen jetzt. Das OBS hat immer früher mal eine Angabe gehabt von Zeit. Aber das haben wir ja nicht hier. Das gab's. Ja. Shit. Nicht gut.
So, eine Fuhre muss noch sein. Manchmal will er nicht nehmen. Oder weit weg oder so, keine Ahnung. Oder will ich einfach quer? Laden mal auf, wir müssen irgendwie abladen. So, jetzt um die Seite wechseln. Das heißt, wir wechseln die Seite. Weiter abladen. Wieder aufladen. Wenn ein bisschen schräge steht, dann nimmt er die auch nicht an. Ja, das geht so. Hier mal deaktivieren. Ah, die kurzen Dinge hat es auch ganz vergessen, die brauchen Dienst und noch nichts mit. Naja, die Dinger sind gut. Ein bisschen zurechtrücken die Brüder. Das sieht mal ganz gut aus. Und so bleibt es gut. Da oben sind noch zwei und da hinten noch mehr. Macht keinen Scheiß, wenn man hier festfährt hier. Und da haben wir mal ein Problem. Gerade alles weit weg. So. Bisschen kann auch rauf. Auch wenn es zum Fahren blöd ist, ne? Da steht da zwei. Drei Nadelbäume. Na, da gehen wir drauf. Die letzten da hinten. So. Okay, das reicht. Mehr will er nicht. So, den verkaufen wir ganz fix und dann haben wir, ich denke mal, wieder eine Folge geschafft. Grob eingeschätzt. Zwei Fuhren haben wir selten geschafft, die haben wir eigentlich schon gefahren. Ja. LKW kriegen wir hoch, aber lasst er nicht.
Ja, ob es mit Rahmen klappt? Unwahrscheinlich. Gut. Schauen wir unsere Radlader holen. Der war hier im Ort. Dann nenne ich mal Pech. Den haben zu viel aufgeladen. Oh, Gas geben hier. Ah, der fährt leider nicht so schnell. Leider. Früher Winter haben wir zum Glück noch keinen Schnee unterwegs. Das wäre eine Katastrophe. Mit dem LKW muss man umtauschen mit einem Traktor. Aber jetzt hier haben wir Probleme bei Schnee. So, beeilen. Wenn man nicht mal einen Wald nehmen, der dicht am Sägewerk ist. So scheiß. Verkaufspunkt machen, ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Gedüngt wird aktuell nichts. Könnte man theoretisch, wenn es geht, wenn es machbar wäre, dann denkt man schon. Aber wenn wir jetzt doch wechseln wollen, ist ja eigentlich, bringt es ja nichts. Ne? Also klappen wir auf die Gabel. Schnell mal. Aber umkippen tun sie alle irgendwo schnell. Also ist auch daran geschuldet, dass die Dinger einfach so schwer sind. Neulich wieder eine Straße einfahren sehen. Da dachte ich, oh mein Gott, nee. Ne, vom Gewicht her ist der Holz extrem. Ja, der eine liegt doch blöd, ne? Und so sagen wir es. Ja, mal aus an sich machen. Tja, trotzdem zum Sägewerk fahren, dann ist wieder eine Folge geschafft, aber sehen fahren wir erstmal. Würde ich da nehmen und unternehmen, ne? Wollen wir nochmal abladen. Ist auch nichts. So. Der eine Balken ist doof. Den dicken da. Ups. So wäre optimal, aber er ist immer noch auf. Ja, so wird auch nichts. Wir lassen mal die vier liegen hier. Das bringt ja nichts, wenn die so hoch sind. Immer umfällt. Und selbst jetzt ist es noch gefährlich.
Oh, schaukeli schaukel. Ich glaube, der muss öfter mal in der Werkstatt, glaube ich. Muss ja dermaßen ausgeleiert sein, dass die Kupplungsstelle. Ja, so ist das. Sehr gefährlich, aber aufpassen. Hier müssen wir abbremsen. Hier haben wir schon öfter mal gelegen. Auf dem Düngerstreuer. Hätte ich gerne noch geerntet, Raps. Aber gut. Im Grunde bin ich ja froh, wenn die neue Karte kommt. In Anführungszeichen die verbesserte Version. Ne? Im Großen und Ganzen aufgewertet, weil die Tiere auch schon verbaut sind. Schöne Musik, die gefällt mir. Ja, Musik ist leider so ein Problem. Das muss GEMA-freie Musik sein. Da gerade quietscht. Ach so, jetzt war das Programm. Das Treiberprogramm hat sich gemeldet. Wahrscheinlich, dass es keine gibt. Das ist halt die Möwe. Das ist nichts Dramatisches. Tja, wenn wir überlegen, heute ist 13 Uhr, machen wir noch eine Folge, dann ist nachher vielleicht 15 Uhr. Wir haben es geschafft. Blut und Wasser geschwitzt. Ups, das sind die vier Balken weniger, hätten wir 55.000 gehabt. Aber umfallen war mir Sache nicht wert. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.